Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und heute hier wieder rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian, die Michaela, das Blümchen. Immer noch mit neuem Wertungssystem. Schauen wir mal, ob es auch bei diesem Spiel funktioniert. Wir haben nämlich gespielt Like Dice. Das sehen wir hier, die kleine Packung. Und daran erkennt vielleicht schon der geübte Zuschauer, wir sind mal wieder bei einem Atlung-Spiel gelandet. Aus dem Jahr 2012, haben wir auf der Messe letztes Jahr bekommen. Vielen Dank an Atlung auch wieder, dass sie uns ein paar Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt haben. Und wir sind wieder bei Würfeln, obwohl es Karten sind. Genau. Aber wir haben auch Würfel dabei. Ein Kartenspiel mit Würfeln drauf gedruckt von Jörg Domberger. Von dem haben wir ja schon mal was gespielt, ne? Echt? Das wusste ich gar nicht. Was denn? Ja, wie hieß das Spiel? Die Kutschfahrt? Nee, die Kutschfahrt war das nicht. Das war das andere Spiel hier, das andere, was Henry auch nicht so gerne mochte. Aha, da können es nicht viele sein bei Atlung. Ich komme gerade nicht drauf. Wir fanden das auch richtig gut. Henry fand das wieder nicht gut. Macht ja nichts. Deswegen habe ich es mir auf jeden Fall nicht merken müssen. Also, hier geht es aber darum, dass wir Karten haben. Da sind Würfel drauf in verschiedenen Farben. Eigentlich ist die Aufgabe nichts anderes, dass wir fangen alle sozusagen mit einer Karte vor uns liegend an und drei in der Mitte, dass wir jetzt Aufgaben lösen müssen, die daran bestehen, Würfelaugen zusammenzuzählen. Und wer als erster die richtige Würfelaugenzahl sagt, der gewinnt in diesem Fall die Runde. Richtig, und wir haben verschiedene Aufgaben. Es gibt auch so verschiedene Schwierigkeitsgrade. Man kann zum Beispiel mit der einfachen Variante anfangen. Da gibt es zum Beispiel dann Karten, wo nur farbliche Würfel drauf sind. Und da geht es dann im Prinzip darum, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Karte mit einem gelben Würfel drauf. Dann müssen wir einmal schauen, wie viele gelbe Würfel gibt es in der Auslage, sprich in den drei Karten, die wir vor uns liegen haben, und wie viele gelbe Würfel haben wir noch bei uns selbst in unserer eigenen Auslage liegen. Und die Zahlen, die auf diesen Würfeln stehen, müssten dann addiert werden. Und die Zahl müsste ich dann, wenn ich diese Runde gewinne oder diese Karte gewinnen möchte, dann laut rufen und auch noch als Erster rufen. Und dann könnte ich im Prinzip eine Karte gewinnen. Denn als Punkt dafür oder als Belohnung dafür, dass man als Erster und auch richtig geantwortet hat, bekommt man immer eine Karte. Und bei mir zum Beispiel in der Auslage gibt es kein gelber, bei mir ist eine gelbe, alles zusammengezählt wären eine 2 die Lösung. Damit ich das auch anzeige und damit man das nachher auch noch richtig auseinanderhalten kann, haben wir so Wertungskarten vor uns liegen. Da gehen wir einfach mit den Fingern auf die Zahl. Vorne sind die 10er, hinten die 1er. Und wenn ich jetzt 12 zum Beispiel getippt habe, mache ich einfach einen Finger auf die 1 und auf die 2. Und damit man nachher noch sagen kann, was hat der eigentlich getippt. Genau. Und dann kann man gucken. Wer als erster da war und richtig getippt hat, hat sowieso alles gelöst. Das heißt, die anderen würden eh nichts mehr bekommen. Aber wenn der erste falsch liegt, könnte der zweite ja gewonnen haben. Deswegen ist gut zu wissen, was der denn wirklich getippt hat und man nachher nicht mehr sagt, ach, was war das denn? Genau. Deswegen ist das eigentlich ganz pfiffig gelöst. Wir haben, ja klar, das ist die einfachste Lösung, einfach nur die gelben oder andere Farben zusammenzuzählen. Schwieriger wird schon mit so Karten, wo ein großer und ein kleiner Würfel drauf ist. Da muss man die größte einer Farbe mit der kleinsten einer anderen Farbe zusammenzählen. Bis hin zu, und das ist eigentlich das Komplizierteste, so verschiedene Würfelfarben übereinander gestapelt, so eine Würfelkarte mit einer Zahl dahinter. Da muss man dann nach bestimmten Reihenfolgen durchgucken, seine Würfel, und den an einer bestimmten Stelle dann mit der Nummer bezeichnen. Das ist schon, gerade wenn man mehr Karten dann vor sich liegen hat, ziemlich herausfordernd. Genau, denn man bekommt die Karten zwar als Belohnung, sag ich mal, dafür, dass man eine Runde gewonnen hat, denn das Spiel endet entweder, wenn einer zuerst 10 Karten vor sich ausliegen hat, endet das Spiel, oder wenn halt keine Karten mehr in die Mitte gelegt werden können als allgemeine Auslage, dann in das Spiel auch. Und die Karten halte ich als Belohnung bekomme, dafür, dass ich eine Aufgabe als Erster richtig gelöst habe. Die Karte muss ich halt in meine eigene Auslage zählen und die ist halt für mich, für die nächste Aufgabe, dann auch natürlich wieder mit dabei. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue Karte bekommen würde, wo ein grüner und ein lilaner Würfel drauf sind, wenn jetzt eine neue Aufgabenkarte kommen würde mit diesen Würfeln, müsste ich die halt auch mit berücksichtigen. Das ist eben das Fiese und das macht es natürlich eigentlich ganz nett. Derjenige, der hinten an ist, hat es immer leichter, beziehungsweise die anderen haben es immer schwerer. Genau. Der vorne hat es nicht leichter, aber die anderen haben es immer schwerer. Genau. Je mehr Karten sie haben, umso mehr müssen sie beachten, umso mehr müssen sie rechnen und haben dadurch also dieser Mechanismus ganz nett dafür geeignet, ein bisschen die Leute wieder einander zu führen und auch den schwachen Spielern zumindest ein paar Erfolgserlebnisse gegen Ende des Spiels dann auch zu gönnen. Wie gesagt, gerade so ein paar von diesen Aufgabenkarten, man muss dann teilweise auch bestimmte Zahlenwerte zusammenzählen und. Das sind schon durchaus Klopper. Wir haben dann hier eine Anleitung, die mal wieder in allen möglichen Sprachen verfasst ist.
Was ist hier alles dabei? Spielanleitung, Playing Instruction, Regle, Regle de Jeu, Reglement, Mentor, Reglas de Juk. Was auch immer, also mehrere Sprachen. Das sind so 3-4 Seiten, die hier also dünn bedruckt sind, aber das hat man in 10 Minuten verinnerlicht, worum es bei dem Spiel geht. Es gibt auch noch eine Kindervariante, da kann man dann eben entsprechend hier weniger Karten dann nehmen. Das Ganze ist ab 6 sogar für die Kindervariante und die normale Variante ab 8. In wie viele Minuten darf man spielen ungefähr? 10 bis 15 Minuten. Ja. Kommt und auch so ungefähr von hin. Haben wir auch gebraucht von 2 bis 6 Spieler, man kann es auch zu zweit spielen. Genau. Ungefähr 6 Euro kostet das Ganze. Ist ja auch das Kartenspiel typisch ja bei Adlung in übersichtlicher Form dann wieder und mit auch einem kleinen Gruß wieder in der Schachtel. Ne? Mhm. Wer wird gegrüßt diesmal? Die 3 Neffen und ich glaube seine Frau. Na, gucken wir mal. Sie haben eine Lasche, die man nicht öffnet. 3 Neffen. Ja, siehst du, sei mitgegrüßt. Ja. Und es wurde gerade kurz recherchiert, welches Spiel denn noch von Jörg Domberger ist. Spot. Nee? Spot. Das mochte Siehste. Henry nämlich auch nicht so ja, gerne. Auch nicht, der wäre, die Wertung haben wir ja noch Domberger, gar nicht. Domberger, es gibt 3 begeisterte Spieler, jedes Mal am Tisch. Ja, aber da kommen wir ja gleich bei der Bewertung zu. Eins wollte ich noch erzählen, was mir jetzt dadurch gerade wieder entfallen ist. Macht aber nichts. Wir können dann, wir können verschiedene Varianten sozusagen noch dadurch spielen und den Schwierigkeitsgrad verschieben. Die Einsteigervarianten, da sind sozusagen nur die, wo nach Farbwürfeln gesucht wird. Dann gibt es bei den Fortgeschrittenen eben auch noch die nach den weißen Augen. Und bei den Profis sind dann eben alle Karten drin. Das kann man also auch noch ein bisschen regulieren dadurch. Kommen wir zu den Wertungen. Und da darf heute mal... Ich glaube, Henry nehmen wir lieber in die Mitte, ne? Ja. Oder am schlechten Anfang. Am Anfang, ja. Und dann hauen wir es raus. Ja, dann lassen wir Henry anfangen. Das Problem ist, dass ich in dem Sie Sinne keine, keine gerechte Wertung abgeben kann, weil das Problem ist, ich mag solche Spiele nicht. Ich kann es einfach nicht so richtig. Aber deswegen ist sozusagen, wenn man jetzt unsere Grobeinteilung nimmt, hinsichtlich, wie gern möchte ich es wieder spielen, ist es ein Muss nicht. Das wäre also eigentlich 3 bis 4. Mit allerdings muss ich leider sagen, der Angabe, ich weiß, dass das Spiel das nicht verdient. Also es ist... Deswegen, so gesehen, ist das heute eine ganz atypische Wertung bei uns. Und bei mir, ich gebe in dem Sinne eigentlich keine wirkliche Wertung ab, weil das sage ich einfach offen, solche Spiele nicht so gern mag. Ich hätte jetzt keine Lust, eine weitere Partie zu spielen. Nicht? Liegt aber an dem Spielprinzip als solches. Und das darf man also bei weitem nicht repräsentativ nehmen und deswegen enthalte ich mich der Wertung. Also wir gehen dann in Essen zu dritt an den Stand. Das liegt, ich will es auch noch ein bisschen mehr begründen, vielleicht um es auch den Leuten einzusagen. Also solche Zählen und so schnell zählen, dann ruft einer. Das sind Dinge, wo ich manchmal nach nicht Ruhe. So den Zugang zu habe, beziehungsweise auch die Erfolgserlebnisse deutlich zu wenig sind, als dass das eher zum Frust als zur Lust dann ausarbeitet, sich das Ganze bei mir. Deswegen bei mir eben die Wertungsenthaltung. Oh. Ja, aber besser als eine schlechte Wertung. Ja. Christian. Ja, dann mache ich weiter. Von mir bekommt das Spiel eine 8. Ein sehr gut. Das sind diverse Sachen. Also A, ich habe gewonnen. Das ist so ein Spiel für mich immer attraktiv. Und wobei wir schon öfter gespielt haben. Ja, wir haben schon öfters gespielt. Also jetzt eben gerade in der letzten Runde habe ich gewonnen. Aber du hast auch schon öfters gewonnen. Das auch. Als wir das erste Mal gespielt haben, habe ich auch gewonnen. Mit teilweise abstrusen Methoden, aber gewonnen. Ich finde das Spiel... Lösung auf alle Fragen, ne? Genau. Also wenn sie nicht schnell genug sind und das Spiel spielen, sagen sie 42 und es ist das richtige Ergebnis. Ich finde das total genial. Es ist ein schnelles Spiel, es ist leicht zu erlernen. Es macht mir persönlich sehr viel Spaß. Diese Geschichten mit Zahlen zusammenzählen, schnell zusammenzählen, ist eigentlich genau mein Ding. Und also ich finde es genial. Es ist schnell, es ist günstig. Preis-Leistung stimmt total. Es ist auch übersichtlich gemacht, also das, was man braucht, die Farben und die Augenzahlen auf den Würfeln vollkommen ausreichend und von daher bekommt das Spiel von mir eine 8, also ein sehr gutes Spiel. Ja. Ich schließe mich der Wertung einfach mal an und sprinte einfach mal dazwischen, bevor Michael etwas sagt, weil ich eigentlich genau das Gleiche sagen will wie Christian. Mich hat das Spiel extrem gefordert und ich möchte es jetzt eigentlich sofort wieder spielen, wenn ich Henry jetzt am Tisch sitzen würde, weil ich möchte Christian herausfordern. Wir hatten nämlich ein Unentschieden und es lag nur an den Würfelaugen auf den Karten. Nur 8 Punkte, glaube ich. Ne? Ja, es waren nur 8 Punkte. Das reizt natürlich extrem, dieses Spiel nochmal spielen zu wollen. Und es sind eben auch viele verschiedene Aufgaben. Es ist nicht immer die gleiche Aufgabe, man weiß nie, was kommt. Man kann schon mal was vorzählen, aber ich habe 5-mal meine blauen Würfel gezählt, um diesen kleinen Vorsprung zu haben, weil ich zu viele davon hatte. Und jedes Mal kam was anderes, weil sich die blauen nicht mehr im Kopf hatte, kam wieder so eine blaue Karte. Es war echt sehr witzig. Mir gefällt das Spiel und deswegen kommt es von mir auch 8 Punkte. Ich würde es immer wieder gerne spielen und das denke ich mir auch,
sehr gut mit Kindern zu spielen. Man kann sicherlich auch kleine Abweichungen geben für die Aufgaben, weil dieser Ausgleich ist ja auch schon gut, je mehr Karten man hat, desto schwieriger wird es. Man kann natürlich auch den ganz kleinen Kindern sagen, okay, wenn ein grüner Würfel kommt, müsst ihr nur die Anzahl zählen und die Erwachsenen zählen dann weiterhin die Augenzahlen. Man kann da sicherlich ein bisschen variieren, um auch diese Ungerechtigkeiten vielleicht rauszubekommen. Vielleicht können wir das hier auch nächstes Mal. Auch die Altersunterschiede. Das heißt, das nächste Mal kann Henry nach der Kindervariante spielen und du spielst nach der Profivariante und dann habt ihr bestimmt beide sehr, sehr viel Spaß mit diesem wunderschönen Spiel. Das werden wir dann ja sehen. Und es passt, hätte Henry auch schon fast gesagt, weil hier ist nämlich die Kindervariante drin, da würde ein Kind nämlich mit 5 Karten gewinnen, der Erwachsene mit 10 Karten. Ja, ich habe auch gefasst. Siehst du? Ja. Das heißt, wenn er jetzt noch seine Augenzahlen verfünffacht, dann würde er auch hinkommen. Ja, schauen wir mal. Michaela, hast du auch eine Wertung? Ja, von mir bekommt das Spiel keine 8, aber dafür eine 7, also ein Gut. Ich würde es auch mal gerne wieder spielen. Es ist ein kurzweiliges Spiel, leicht erlernbar, gelegenheitsspielertauglich. Was man aber echt dazu sagen muss, ist echt ein Konzentrationsspiel. Also ich weiß, wir haben das auch schon mal zu späterer Stunde gespielt und da fand ich das schon sehr anstrengend, weil wenn man doch müde ist und man muss hier einfach drauf achten und auch viel zusammen, also man muss hier wirklich rechnen, das ist nun mal so, es ist ein Rechenspiel und da muss man echt schon konzentriert sein. Und ich fand das zu späterer Stunde, wo man doch ein bisschen müde auch schon ist, da fand ich es auch schon mal anstrengend. Aber ansonsten finde ich, es ist auch ein sehr gelungenes Spiel, gutes Spiel, was ich auch gerne immer mal wieder spiele und was auch sehr kurzweilig ist. Was ich übrigens ganz witzig finde, die haben auch wirklich die Karten so maximal ausgenutzt, wie es geht. Auf den Wertungskarten, auf den Rückseiten, haben sie dann die Beispiele drauf gedruckt. Ich hatte mich immer gefragt, gerade eben in der Anleitung, wo haben wir denn die Beispiele, die da beschrieben sind? Und tatsächlich sind auf diesen Karten auf der Rückseite. Also auch das sozusagen, nicht jeder hat die gleichen, deswegen kann man die jetzt nicht vor sich hinlegen als Kurzanleitung, aber da hat man sozusagen nochmal ein bisschen, ja, damit es ein bisschen schöner, bunter wird, weil die Anleitung immer schwarz-weiß ist, das dann dafür genutzt. Finde ich irgendwie ganz keckig. Ja, ich glaube, damit sind wir durch. Damit haben wir grundsätzlich eine gute Wertung. Ja. drei wollen es gerne wieder spielen und ja, ich und kann, Henry nicht. Ich lege mir ein Videospiel rein also oder sowas. Ich würde das an Herrn Domberger Stelle langsam persönlich nehmen, dass du seine Spiele ja, nicht magst. Ich weiß, naja. Aber man kann, glaube ich, ganz gut in solchen Fällen, es gibt ja einfach Leute, die zwar gerne spielen, aber gewisse Spielkategorien nicht spielen wollen und wenn sie sich sozusagen Henry zugehörig fühlen, dann sollten sie das Spiel nicht kaufen, nicht spielen. Ja, wer tut das schon? Ich glaube, damit sind wir durch. Da haben wir alles gesagt dazu. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute wieder der Henry, der Christian und die Michaela und das Blümchen. Und ich habe immer noch kalte Füße. Echt? Ja, die Tolle ist immer noch gefroren. Machen wir trotzdem hier. Freundschaft! Tschüss! Ja, herzlich willkommen zu der Beispielrunde von Like Dice. Und wir sind mittendrin. Wir sehen, das Blümchen führt, hat es dafür aber auch am schwersten jetzt. Sie hat nämlich schon 5 Karten da liegen. Und bei mir ist es noch übersichtlich. Aber gut, das ist prinzipbedingt. Wer hat als letztes gewonnen? Der Dark deckt die nächste Blümchen. Aufgabe aus. Auf. Und zwar so, dass er sie nicht zuerst sieht, sondern alle anderen. Aber auch welche in Kamera. Welche? 6. 5. Ach, Quatsch. 5. Was? 3. 3. Ich habe falsch. 3. Ich denke, ich habe als erstes die Zahl gerufen. Und zwar geht es jetzt darum, in dieser Farbreihenfolge die gelben zuerst und dann den zweithöchsten von gelb. Und da ich 2 Sechsten von gelb habe, ja. Gelb auch, ist die 6 die höchste Karte. Und genau, bei mir wäre es, um zum Beispiel mal zu sagen, gelb, die Nummer 1 wäre 5. Mehr gelben gibt es nicht. Gehen wir in die nächste Reihe, blau. Da wäre der nächste bei mir die 5 hier. Das heißt, bei mir ist 5 die Lösung. Aber du hast den Finger schon im 10er-Bereich, das weißt du, ne? Das ist der 1er-Bereich. Das ist der 1er. Der 10er-Bereich ist hier. Ach so, dann ist das hättest du ja nicht gewonnen. So, das hat also gewonnen jetzt in diesem Fall der Christian. Der darf sich also eine Karte nehmen. Und da keine Karte dabei war, darf er sich eine aussuchen. Genau. Es muss eigentlich eine Gewinnerkarte sein, beziehungsweise für das Ergebnis entscheidend. Genau, so, neue Karte nachgezogen und eine neu aufgedeckt. Eine Aufgabe. 9, 7, 11, 8. Was wir hier machen, ist übrigens gerade mit dem Finger zu zeigen, was wir hier gewählt haben. Das sieht man hier. Ich habe jetzt die 11 gewählt, die 1 und die 1 halte ich mit dem Finger zu. So, ich jetzt, habe die 9 zuerst? Gewählt, den größten roten Würfel, das ist bei mir die 5. Hm. Den kleinsten grünen Würfel ist bei mir die 4, das ist die 9. Die 9 habe ich auch gesagt. Shit. Schade. Schön. Schön, hey, herzlich willkommen. Ich muss jetzt den, klasse. Die Karte nehmen, weil ich mit der gewonnen habe. Ja, so, dritte Aufgabe noch. Beteiligt war. Ja. Das wird bei mir immer unübersichtlicher. Bitte aufdecken. Komm mal nicht so nah hier an mich ran. Ich werde noch verwirrt hier. Verwirrt? Ich bin durch meine eigenen Karten schon verwirrt. 1, 6, 15, 15, 15. 15. So. Michaela. 10. Beide 15. Ich muss doch. Achso, ja, wir haben beide 15. Also, es werden jetzt nur die Lilanen gezählt.
Darum geht's. Ich war, glaube ich, der Zweite, der gerufen hat, oder? Mhm. Also, das sind 6, 7, 8. Ich habe den Finger auf der 8, also habe ich gewonnen. Aber als Zweiter hast du gerufen. Weil, ja, nach dir. Ja, du hast doch 2 Zahlen gesagt, oder? Aber die richtig. Okay. Ja, weil du keine Finger drauf hattest, deswegen dachte ich, was jetzt? Alles gut, das ist deine. Nee, alles deine, du hast gewonnen. Du wirst, wir können es ja mal auf dem Video nachgucken. Nein, nein, das ist alles gut. Ja. Ich muss jetzt eine von denen nehmen, wo das Lieder drauf ist. Genau. So, dann machen wir noch eine Runde, wenn ich schon mal gewonnen habe. So. Noch 26. Check erstmal die 18. Das sind 6, das 12, sind schon 18. 18, 20. Also es gibt hier die 6, die 4 und die 2 müssen zusammengezählt werden. Das heißt, schön, also dass du dich so über deine Frau lustig machst. Nein. So, dann als nächstes habe ich, glaube ich, gerufen. Ja. Das sind 6, 18, 6, ja, 12, 6, 18. Das sind 20 in der Auslage, 26, 36. Was? Ja. 36. Ja, 36, genau. Und 36 habe ich auch gesagt. Aber das... Hä? 20? Ja, stimmt. 26, 36. 5 mal 36 plus 4 plus 2 sind 36. Genau, und habe ich gesagt. Hat er gesagt. Hat er gewonnen. Gut, damit sind wir gleich mit der Beispielrunde durch. Für mich wird es noch deprimierender, wenn wir es weiter aufnehmen. Deswegen sagen wir Tschüss und die Bewertung gab es ja vorhin schon. Tschüss. Tschüss. Tschüss.